Rund um Vitamin D kursieren sehr viele Informationen und Mythen. Warum es als Sonnenvitamin bezeichnet wird und was es im Körper bewirkt, erkläre ich Ihnen jetzt. Vitamin D zählt zu den fettlöslichen Vitaminen und wird auch als Hormon eingestuft. Es ist wesentlich am Stoffwechsel von Kalzium und Phosphat beteiligt und fördert deren Aufnahme im Darm. Zudem stärkt es Immunabwehr und Knochenaufbau und auch der Muskelstoffwechsel wird von Vitamin D beeinflusst. In der Nahrung ist Vitamin D kaum vorhanden, der Körper kann aber selbst unter Sonneneinstrahlung in der Haut Vitamin D bilden. Für eine gute Vitamin D-Versorgung sind daher regelmäßige Aufenthalte im Freien unter Sonneneinwirkung wichtig. Dabei sollte idealerweise ein Viertel der Haut unbedeckt sein. Es reicht, wenn Gesicht, Hände sowie Teile von Armen und Beinen der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Das begrenzte Vorkommen von Vitamin D in der Nahrung sowie die verringerte Sonnenscheindauer in unseren Breitengraden machen eine bedarfsdeckende Vitamin D-Versorgung teilweise schwierig. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten kann unser Körper kaum Vitamin D bilden, da die Sonneneinstrahlung schwach ist und wir die Haut aufgrund der niedrigen Temperaturen meist bedeckt halten. Er muss dann auf gespeichertes Vitamin D zurückgreifen. Um diese Speicher aufzufüllen, ist die ergänzende Einnahme von Vitamin D-Präparaten sinnvoll. Seinen aktuellen Vitamin D-Spiegel kann man in vielen Apotheken binnen weniger Minuten bestimmen lassen. Ein Mangel an Vitamin D kann sich auf die Muskelspannung und die Stabilität der Knochen auswirken. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen und Infektanfälligkeit sind ebenfalls häufige Symptome. Auch das Risiko für Erkrankungen wie gewisse Krebsarten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck kann zunehmen. Besonders gefährdet für einen Vitamin D-Mangel sind Personen mit dunkler Hautpigmentierung, Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere und Stillende sowie immunschwache Personen. Auch Menschen, die sich vegan ernähren und Personen, die sich hauptsächlich in geschlossenen Räumen aufhalten, gelten als Risikogruppe und sollten sich zu Vitamin D-Präparaten beraten lassen. Eine ausreichende Vitamin D-Versorgung stärkt ihren Körper. Es ist aber auch kein Allheilmittel. Bei Fragen zu Vitamin D beraten wir Sie gerne in Ihrer Apotheke vor Ort.